Zurzeit läuft bei Vox wieder First Dates Hotels. Das ist wie First. Okay, ist ja okay, beruhigt euch. Beruhigt euch, ist ja schlimmer als bei einem Taylor Swift Konzert hier. Also für alle anderen, First Dates Hotels, das ist sowas wie First Dates, aber mit Übernachtung. Und da durften jetzt zwei junge verliebte Männer mit einem Golfcart die Hotelanlage erkunden. Und die waren sofort so verzückt und hatten den besten Vergleich, den es für ein romantisches Wochenende gibt. Wow, ja. Das ist wie bei Jurassic Park, ehrlich. Meine Damen und Herren, wo ist das wie bei Jurassic Park? Null! Das hier ist wie bei Jurassic Park. Falls Sie es nicht mitbekommen haben, in Norddeutschland gab es ein Erdbeben. Buten und Binnen hat auf Radio Bremen darüber berichtet. Ich sage es direkt vorweg, es gibt leider kein Videomaterial, kein Bildmaterial und auch kein Tonmaterial. Aber zwei Augenzeugen, die das Ausmaß der Katastrophe perfekt beschreiben. Alles wieder so, als wäre nichts passiert im beschaulichen Sieke. Doch die Menschen wurden hier einmal durchgeschüttelt. 10:10 war das. Das war aber heftig. Wir sind im Wohnmobil. Und ich dachte, meine Frau bewegt sich im Wagen. Du warst auf. Mein Gott, nein, ach nee, sie war's. Wenn du ein Erdbeben mit den Schlafbewegungen deiner Frau vergleichst, dann ist das kein Kompliment, muss man sagen. Und mir ist noch was aufgefallen. Männer ab einem gewissen Alter scheinen Angst vor ihrer Frau zu haben. Ja? Die trauen sich nur noch so unterschwellig Kritik zu äußern, mit einem flotten Spruch oder so. Hier bei Kaffee oder Tee, da war auch so einer. Wann sind die Eisheiligen? Mitte Mai, Anfang Juni oder Mitte Februar? Dann Mitte Mai. Ja, die kalte Sophie ist die letzte, glaube ich, ne? Am 15. Ja, Mai. Mit der bin ich verheiratet. Ja, der hat danach erst mal zwei Wochen Hausarrest bekommen. Ich schaue sehr gerne mit meinen Kindern Shopping Queen. Einziges Problem ist, ich muss denen danach das mit den Zahlen noch mal komplett neu erklären. Die einzige kleine Kritik, die ich habe, wo du wahrscheinlich gar nicht so viel für kannst, ist, ich glaube, dass du dich vielleicht wohler gefühlt hättest mit der Perücke, wenn die Augenbrauen ein bisschen angepasst gewesen wären an deine Haarfarbe. Vielleicht hätte es dann ein bisschen natürlicher ausgesehen. Deswegen ziehe ich ihr einen Punkt ab und es gibt 9 Punkte. Liebe Kinder, das ist falsch. Ja? Was die Tante hochhält, ist eine 3. Das weiß man doch. Im ZDF-Länderspiegel habe ich gelernt, Rocker und Naturfreund, das passt überhaupt nicht zusammen und sollte auf keinen Fall in ein und derselben Person stattfinden. Mit dem singenden Wanderführer Peter Wendland. Das musikalische Warm-up für den ersten Gipfel. Im Frühjahr zum Berge, wir ziehen Falla, Falla, Falla. Oh ja. Hör auf mit der Scheiße.